herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts, Die Lage in Karlsruhe. Heute haben wir keinen Gast, sondern die Fraktion sitzt hier am runden Tisch. Komplett. Und es geht um wichtige Themen, nämlich um den städtischen Haushalt. Das heißt, es geht ums Geld. Und gerade in der Krise, der Corona-Krise, geht es auch sehr viel ums Geld. Aber eine wichtige Grafik, und die gibt es auch online unter karlsruhe.de, die werden wir auch nochmal einblenden. Da geht es um die Verschuldung oder um die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Karlsruhe bis 2024. Und da kommen wir bei 3 Milliarden Euro raus, die wir nur an Kreditverbindlichkeiten haben. Was haltet ihr davon? Wie können wir damit umgehen? Was bedeutet das überhaupt? Also meine erste Reaktion, als ich das gesehen habe, diese Grafik, war, das darf nicht wahr sein, das kann einfach nicht sein. 3 Milliarden Euro. Ich bin 2009 im Gemeinderat zum ersten Mal gekommen, schon eine Weile her, ich glaube, Jürgen, mit dir. Und damals waren wir bei so 200-300. Ja. Und da haben wir vom Regierungspräsidium, ich kann mich heute noch erinnern, die haben damals gesagt, wenn ihr euch nicht reduziert in die Schulden, dann kommt ihr unter Vorbehalt. Das heißt, sie kontrollieren dann den Gemeinderat. Und damals waren es, wie gesagt, 200-300. Und heute, 2019, sind wir bei 593. Und in 4 Jahren später 3 Milliarden. Das ist, also ich kann mich eigentlich bloß aufregen und ich frage mich, wie kann man das verantworten, das überhaupt so weit kommen zu lassen? Das ist für mich die Frage. Aber da sind wir doch wieder am Pudelskern, wie man so schön sagt. Wir hatten in den letzten Jahren eigentlich sehr gute Jahre. Wir haben wahnsinnig viel Einnahmen gehabt. Steigende Steuereinnahmen. Wirtschaft hat gebrummt. Richtig. Aber wir haben ja kein Einnahmeproblem gehabt, sondern wir haben ein Ausgabeproblem gehabt. Und jetzt kommt durch Corona die Problematik, die wir haben, zu dem Ausgabenproblem noch ein Einnahmeproblem. Und hätten wir in den letzten Jahren, wo es uns wirklich gut geht, in den fetten Jahren, was zurückgelegt, hätten wir auf Maßnahmen verzichtet. Also ihr wisst, ich war von Anfang an Gegner der Kombilösung. Wenn wir die 1,5 Milliarden damals nicht ausgegeben hätten und die 40 Millionen, die es jedes Jahr kosten wird, dann wird das Ganze anders aussehen. Das haben wir jetzt verbuddelt und jetzt kommen die nächsten großen Löcher. Und Petra weiß schon, welches große Loch ich meine. Aber Petra, bevor du jetzt kommst. Zur Kombilösung kann man viel sagen. Ja. Aber eins kann man sagen, dass die Süderweiterung zum Beispiel, die Kriegsstraßenlösung, wäre ohne die Kombilösung nicht gekommen. Man kann auch sagen, dass das Stadtumbau ohne die Kombilösung nicht gekommen wäre. Ich sehe es, ist problematisch, aber das alles auf die Kombilösung zu reduzieren, das halte ich für falsch. Nein, die Kombilösung, der erste Teil, die U-Strab, da war ich immer ein Gegner. Aber die Süderweiterung, da gebe ich dir absolut recht. Mhm. Und das war das, wo ich ja heute auch ein bisschen persönlich bin. Okay. Also man darf auch jetzt nicht nur, wie du sagst, die Kombilösung. Schlimm ist, man wusste es ja. Was man den Bürgern so ein bisschen vorenthalten hat, sind eben die Folgekosten von jetzt mittlerweile über 40 Millionen jährlich. Und das ist wirklich bedenklich, weil das müssen wir jedes Jahr stemmen. Das ist dann Geld, das in vielen anderen Projekten fehlt. Und das ist das, was mich persönlich richtig betroffen macht, wenn man dann sagen muss, jeder kleine Kulturverein, der kommt oder so wegen 20.000, 30.000, es ist kein Geld da. Und so wird es in Zukunft die Regel sein, nicht nur bei der Kultur und beim Sport, auch in vielen anderen Dingen werden wir ganz schön abspecken müssen. Und die Frage ist natürlich, jetzt kam Corona, jetzt fahren die Leute nicht mehr so viel mit der Straßenbahn, das heißt, das Defizit dort wird noch viel, viel größer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, wir werden ganz drastische Maßnahmen unternehmen müssen, um dem massiv entgegenzuschauen. Konkret sehe ich Einsparpotenzial beim Staatstheater, ganz klar. Das sage ich doch, ich wusste, dass das Schwarze Loch kommt jetzt. Du willst natürlich mit dem Staatstheater hören, aber man wird auch auf Seiten der Verwaltung sparen müssen und gucken, ob man dann sagt, okay, man muss immer so ständig viele Gutachten machen lassen und Konzepte erstellen, die wir jetzt gar nicht mehr umsetzen können. Ja. Also die Gutachteritis hatten wir auch mal, glaube ich, du oder ich, wir hatten das Thema schon mal gehabt. Wir geben wirklich Millionen, ich glaube es waren irgendwann mal 27 Millionen in den letzten Jahren, die wir ausgegeben haben. Und das ist der Wahnsinn, was wir mit 27 Millionen hätten machen können. Ja. Nochmal zurück zu der Grafik. Wir sehen auf der Grafik ja, dass wir vor einem Jahr hatten wir 600 Euro pro Kopf Verschuldung, das war letztes Jahr. Für nächstes Jahr haben wir 1.000 Euro mehr
hier im Plan stehen, also 1600 Euro rum pro Kopf Verschuldung. Das heißt, jeder müsste nochmal 1000 Euro mehr zahlen, damit wir irgendwie schuldenfrei werden. Genau. Gibt es ein Weiter so für eine Stadt? Kann eine Stadt einfach so ins Unendliche gehen? Der Bund kann, das Land kann, aber die Stadt nicht. Irgendwann kommt das Regierungspräsidium, die hat zur Aufsichtspflicht für die Stadt und die können sagen, jetzt ist der Haushalt nicht mehr konform. Und dann können die sagen, jetzt übernehmen wir die Aufsicht. Und dann können wir sagen, was wir wollen. Dann werden die einfach sagen, jetzt ist Ende im Schacht, ihr müsst jede Ausgabe, die ihr tätigt, müsst ihr von uns genehmigen lassen. Und diese Aufsicht ist sehr, sehr unangenehm für die Stadt. Bedeutet das auch alte Ausgaben, die man schon sozusagen eingestellt hat, die man schon geplant hat? Also freiwillige Leistungen, Kulturbereich. Genau. Das heißt, das Regierungspräsidium streicht dann einfach alles. Das können die streichen. Alles auf den Prüfstand gestellt, genau. Und das Schlimmste ist, dann brauchen wir auch keinen Gemeinderat, weil es geht dann auch ohne Gemeinderat. Das Königsrecht, was uns ja eigentlich ausmacht in den Haushalt, ist dann verwirkt. Genau. Das heißt, wir hatten, ich sage es mal ganz brutal, diktatorische Maßnahmen, weil das Regierungspräsidium gibt dann vor, was möglich ist und wird Einnahmen, Ausgaben stark reglementieren. Und dann können wir höchstens zugucken und abnicken. Und es wird mich dann an eine Zeit erinnern, die wir eigentlich nie wieder haben wollten. Und deshalb müssen wir auch schauen, dass wir jetzt schon im Vorfeld den Haushalt und die Verschuldung drehen. Weil wir können es nicht wie das Bund und Land machen, die ja zwischenzeitlich über, ich glaube, eine Trillion insgesamt im Umfeld der ganzen Corona-Geschichte versprochen haben. Das geht nicht. Also wir müssen auch, und da ist dann die Verwaltung gefragt, alle Töpfe, die es gibt, im Land, im Bund, in Europa anzapfen, damit wir zumindest das Notwendigste halten. Und die Frage ist, können wir Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, auch zukünftig, denn gerade an den kulturellen und sozialen Bereich halten? Und da habe ich Sorgen, dass wir das irgendwann mal nicht mehr halten können. Also ich bin besonders enttäuscht vom OB und auch von unserer Finanzbürgermeisterin, dass die uns sowas vorlegen. Also das ist ja eine Vorlage für uns, für den Gemeinderat, darüber da abzustimmen. Das heißt, das ist ihr Vorschlag, so sollen wir abstimmen. Das, und so geht es nicht. Das geht einfach nicht. Und vor allem, das ist ja das, was ich vorhin auch gemeint habe, das sind ja Entwicklungen, die man schon wusste, dass die kommen. Also bewusst, das hat man in Kauf genommen, trotzdem, dass in den letzten 8 Jahren im Prinzip die Wirtschaft wirklich gebrummt hat und hohe Steuereinnahmen waren. Und man wusste, dass diese Entwicklung kommt. Man wusste schon, ab spätestens 2023 kommt das große Delta, da geht es abwärts. Und Corona hat die Sache jetzt nur beschleunigt und auch ein bisschen nach vorne gezogen. Aber man hat also im Prinzip sehenden Auges, wusste man, da geht es bergab. Und jetzt passiert es drastisch. Und wie kann man die Einnahmen erhöhen? Einnahmeerhöhung gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, also dass man entweder die Gewerbesteuer erhöht und das ist was, wo wir... Grundsteuer, also Steuern und Gebühren. Das ist ja aber was wir absolut nicht wollen, weil die Wirtschaft kollabiert. Da kommt ja das Problem auch erst in 2021 so richtig, wenn dann die Entlassungswelle kommt, wenn die Kurzarbeit endet oder noch weitergeht, viele Firmen aufgeben werden müssen. Und zu dem Zeitpunkt können wir nicht die Gewerbesteuer erhöhen. Also es geht eigentlich nur, dass wir sagen, wir stellen uns breiter auf und versuchen einfach noch mehr Gewerbe anzusiedeln, um unsere Basis unten breiter aufzustellen und mehr Gewerbeeinnahmen zu generieren. Und bei welchen Ausgaben sollte man einen Rotstift ansetzen? Also wir müssen ganz explizit die Investitionskosten im Auge behalten. Ich sehe Maßnahmen, wo ich sage, das müssen wir verschieben. Also das Thema hatten wir vorhin, 500 Millionen für Staatstheater. Müssen wir das haben? Wir haben ja auch aktuell eine Anfrage zu dem Thema laufen. Wir warten ja, was dann als Antworten kommt. Es sind andere Investitionsmaßnahmen, wobei ich sagen muss, alles was Schulgebäude und städtisches Klinikum ist, müssen wir außen vor lassen, weil an denen wollen wir gar nicht sparen. Ich glaube, da sind wir hier einhelliger Meinung. Aber in anderen Bereichen, da bin ich sicher, was Wunschprojekte sind. Es war mal das Gespräch von der Stadtbibliothek, es war Gebäude und Räume, Umplanung, all die Sachen, die jetzt nicht notwendig sind, müssen wir einfach nach hinten schieben. Und die Stadt wird da auch, denke ich, Flächen auch freigeben müssen, um Grunderwerbsteuer zu generieren. Und ich denke, um die Einnahmen zu erhöhen, werden wir auch in die Fläche bauen müssen.
und wie Peter sagt, Gewerbe anlocken, Infrastruktur und alles, was Prestige ist. Vor allem ganz wichtig sind mittelständische Unternehmen, die auch hier vor Ort ihre Steuern zahlen. Also es nützt nichts, wenn wir Flächen vergeben an Firmen, die dann gar nicht hier in Karlsruhe ihre Steuern bezahlen. Ja. Und wie betrifft das auch das Klimaschutzkonzept? Das ist ja ein zweites großes Thema, auch Streitthema, was ja auch finanzielle Mittel braucht. Klar, das ist ja ein ganz breites Paket. Und dafür brauchen wir Geld und das ist ein Riesenproblem. Ob das die Radinfrastruktur ist, ob das Aufforsten ist, ob das die Sanierung, die energetische Sanierung an den Schulen ist, das alles kostet Geld. Ja. Und dann ist die Frage, was macht Sinn und was ist sinnhaftig? Wir haben ja heutzutage, gerade vor wenigen Tagen kam die Erkenntnis, dass zum Beispiel die Dämmwut, es gibt sinnvolle Dämmung, aber es gibt die Dämmwut, zu keinerlei Einsparung weder CO2 noch energetisch gebracht hat. Da ist zu hinterfragen, müssen wir da nicht zwei Schritte zurückgehen? Also lieber mit Fingerspitzengefühl einige Projekte zu machen, als ins Leerlauf zu laufen. Nachher können wir gar nichts mehr machen. Du wolltest noch was sagen? Ja, wir haben da jetzt heute Artikel von der Petra in die PIA geschickt, in der Stadtzeitung. Die Überschrift heißt, wir müssen Gürtel enger schnallen, die fetten Jahre sind vorbei. Und das müssen wir einfach groß schreiben, also die fetten Jahre sind vorbei. Das heißt, wir müssen, wenn wir an der Ausgabeseite, an der Einnahmenseite nicht groß schrauben können, müssen wir die Ausgaben kürzen. So einfach ist es. Da müssen wir den Mut auch haben und sagen, müssen wir, unpopuläre Sachen. Genau, unpopulär müssen wir sein. Und zum anderen, manche Sachen werden wir machen können, aber dafür müssen wir andere Sachen lassen. Und das sehr konsequent. Gut, und damit ist auch unsere Podcast-Folge schon zu Ende. Es waren jetzt schwierige Themen, aber die werden uns leider in dieser Zeit begleiten müssen. Bis zum nächsten Mal.